So, wir starten jetzt gleich mit unserem ersten Panel. Wir haben ein paar tolle Gäste zugeschaltet und einen tollen Gast habe ich wieder bei mir. Wir wollen jetzt über digitale Infrastruktur, Internet, Mobilfunkabdeckung und Breitbandausbau sprechen, also die Grundlagen für die Digitalisierung. Ich lade alle zugekommenen Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal herzlich ein, Fragen zu stellen, entweder im Chat bei unserem Twitch-Stream oder in unserem YouTube-Channel. Oder auf Twitter und Instagram, dort bitte den Hashtag Digitaltag FDPBT in einem Wort nutzen, damit wir eure Fragen finden. Die werde ich dann nachher einspielen. Ich fange mal an, mein erstes Panel vorzustellen. Bei mir vor Ort ist Frank Sitter. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und verantwortest das gesamte Thema Digitalisierung und noch viele andere in der Fraktion. Das stimmt. Wir haben jetzt, also welche Bedeutung hat der Digitaltag heute? Das ist ja ein Riesen-Event. Viele Livestreams haben wir. Was bedeutet der für dich? Was bedeutet das, dass die Fraktion heute hier diese große Veranstaltung macht? Ja, zum einen ist es für uns eine Chance, uns da einzumischen. Die Bundesregierung initiiert das Ganze ja so ein Stück weit und wir eben nehmen gern daran teil und nutzen auch die Möglichkeit, um auf die ein oder andere, ich sag mal, Verbesserungsmöglichkeit hinzuweisen. Das ist ja noch nicht alles optimal, aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Plattform, um eben auch zu zeigen, jetzt vielleicht noch durch die ganze Corona-Situation noch ein Stück weit gepusht, wie so rein digitale oder wie wir es jetzt machen, hybride Veranstaltungen, wie gut es eigentlich auch funktioniert und wie niederschwellig dadurch auch ein Zugang sein kann zu Informationen, zu Veranstaltungen. Ich sage mal, heute können die Teilnehmer des Digitaltags sich ja quasi durch Deutschland durchseppen so ein bisschen und überall gucken, wo sie den besten Content finden. Also eine super Initiative und wir haben gesagt, wir müssen unbedingt den Platz der Republik 1 hier besetzen mit einer Veranstaltung im digitalen Raum. Sehr gut. Glaubst du, diese Corona-Krise ist jetzt so ein bisschen auch ein Treiber dafür, dass es mit der Digitalisierung mal vorangeht? Also ich glaube schon, dass wir da enorm Zeit, ich sag mal, beschleunigt haben. Ist natürlich schwer, immer in so einer Situation, die für einen Großteil der Bevölkerung eher mit Nachteilen verbunden ist, das jetzt so zu betonen. Aber ich glaube, wir haben es an vielen Stellen gemerkt. Wir haben es gemerkt, gerade im Statement davor ging es ja auch um digitale Bildung und da haben wir gemerkt, dass ein Stück weit da jetzt auf einmal die Bedenkenträger ruhig werden, weil auf einmal denn die Nachfrage da ist, obwohl es da im Moment noch sehr stark sicherlich um Überwindung von sag mal, Distanz geht, was ja nicht der tiefere Sinn von digitaler Bildung ist. Da sollen die Schüler ja durchaus noch zusammenkommen und miteinander reden, aber digitale Bildung hätte zum Beispiel den Vorteil, dass man auch unabhängig von dem Herstellungsjahr des Kindes einfach guckt, was kann jemand schon, was kann er noch nicht, wo muss er mehr üben, wo muss ihm noch was erklärt werden und wo nicht. Da ist ja wahnsinnig viel Potenzial dabei und da hat Corona, glaube ich, jetzt schon dafür gesorgt, dass das bei vielen jetzt im Bewusstsein ist, aha, wir haben also auch Alternativmöglichkeiten. Super. Dann würde ich gerne meinen nächsten Gast begrüßen, Dr. Iris Henseler-Unger. Sie ist die ehemalige Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur und die Expertin für Telekommunikation. Und Frau Henseler-Unger, Sie haben mir vorab gesagt, dass Sie heute vorher noch eine Telefonkonferenz mit dem BREKO-Verband haben, dem Bundesverband Breitbandkommunikation. Haben Sie jetzt eine Lösung gefunden, wie wir alle Breitband bekommen, wie wir alle schnelles Internet zu Hause kriegen? Das wäre schön, wenn man das in einer solchen kurzen Sitzung finden könnte. Das beschäftigt uns ja schon seit Jahren. Das sind immer Beiträge, stückchenweise hin zu so einer Art Gigabit-Gesellschaft zu kommen. Unendliche Prozesse natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit dem neuen Telekommunikationsgesetz, was ja ansteht. Super. Mein nächster Gast, Michael Jungwirth, ist Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone und dort Director Public Policy und External Affairs. Es gab ja bei Anfang der Corona-Krise, als alle ins Homeoffice gegangen sind und wir mit dem ganzen Video-Streaming angefangen haben, Angst, dass die Bandbreiten nicht reichen. Haben Sie da was bei Vodafone gemerkt? Ist da wirklich deutlich mehr Internet-Traffic? Hatten Sie Angst um die Leitungen? Wie sieht es jetzt aus? Was ist da? Können Sie uns ein paar Einblicke geben? Ja, gerne. Erstens herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier auch ein paar Worte sprechen zu dürfen. Ich glaube, für die Netze generell in Deutschland war es ein immenser Stresstest, den wir aber bestanden haben. Bei Vodafone haben wir gesehen, dass wir so 20 bis 30% mehr Datenverkehr hatten. Mittlerweile hat sich das wieder relativ normalisiert. Sprachverkehr ähnlich.
Tatsache war, wir sind niemals an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Wir haben aber ehrlicherweise massiv Kapazität nachgebaut, also vor allem im sogenannten Backbone, wo es um sozusagen die Ableitung vom Verkehr geht, haben auch natürlich im Netz einige Optimierungen gemacht. Wo stehen wir derzeit? Stresstest bestanden, ein Teil, Blick nach vor, sicher noch herausfordernd. Es gibt etliche Dinge, die man im Bereich der Genehmigungsverfahren für den Ausbau im Mobilfunk noch beschleunigen kann. Bin auch nicht verlegen zu sagen, in der Vergangenheit wurden sicher Fehler gemacht und Asche auf unser Haupt. Das Netz war nicht ausreichend gut. Wir sind aber jetzt als Deutschland auf der Überholspur und beim Mobilfunk, bei der 4G-Abdeckung sicher auf der Überholspur. Wir als Vodafone bringen alle 3 Stunden eine Maßnahme ins Feld. Das ist ganz ordentlich und so wird es auch weitergehen. Also gerade beim 5G-Ausbau, glaube ich, wenn wir die Dinge jetzt richtig machen, haben wir als Deutschland sicher eine Chance, ganz vorne dabei zu sein und Spitzenreiter in Europa zu sein. Hm. Aber die Dinge müssen wir jetzt richtig machen. Das ist wichtig. Sehr schön. Da haben Sie gerade mehrere Punkte angesprochen, über die ich heute mit Ihnen sprechen möchte. Ich würde nämlich gerne mal einen kurzen Blick zurück machen, bevor wir in die Zukunft schauen. Ich würde gerne von Ihnen allen dreien gerne wissen, warum stehen wir eigentlich da, wo wir stehen? Stehen wir wirklich so schlecht da in Deutschland? Ich habe mir nochmal den sogenannten DESI-Index, den Digital Economy and Society Index der Europäischen Kommission angeguckt. Und da stehen wir eigentlich im vorderen Drittel. Also steht es wirklich so schlecht um den Breitbandausbau? Und wenn ja, wie sind wir da hingekommen? Frau Henseler-Unger, wollen Sie anfangen? Ja, den DESI habe ich mir auch angeguckt. Wenn wir häufig diskutieren, haben wir die Statistik des FTTH Council, der nur Glasfaser zählt und da auch nur die Kunden zählt, die tatsächlich Glasfaser geordert haben. Und da sind wir Deutschen grottenschlecht auf dem 4. Platz. Auch da ist natürlich ein kleiner Fortschritt dabei. Wir waren mal gar nicht auf dieser Tabelle drauf, aber jetzt sind wir wenigstens auf dem 4. Platz. Der DESI zeigt natürlich, wie Sie schon sagen, dass wir im Mittelfeld liegen. Der bewertet ja nicht nur Konnektivität, der bewertet auch die Nutzung, der bewertet auch Festnetz und Mobilfunk differenziert. Also der ist schon sehr viel komplexer. Da haben wir uns nun bewegt. Ich glaube, von Platz 14 auf Platz 13, jetzt sind wir auf Platz 12. Das ist nicht ganz so schlecht, wie das in offiziellen Statistiken ist, aber wenn man ehrlich ist, für eine Industrienation, die einen Anspruch an sich hat, ist das schlecht. Und zwar sieht man das auch an den Werten, die für uns eine Rolle spielen. Wir haben zwar eine gute Konnektivität generell im Breitbandbereich, aber wenn es um die leistungsfähigen Netze geht, da sind wir plötzlich dann auf der 21. Stelle und weit unter dem EU-Durchschnitt. Da ist also noch eine Menge zu tun. Es ist auch eine Menge zu tun, wenn es darum geht, die Kunden zu überzeugen, den Verbraucher zu überzeugen, dass hochleistungsfähige Netze vernünftig sind. Also die Take-up-Raten, wie man das so als Fachmann sagt, sind eben relativ gering. Wenn man guckt, was die Kunden ordern, das sind nicht die 100 Mbit, das sind eher die 50 Mbit oder so. Das sind so die Schwerpunkte. Da sind wir noch ein bisschen zögerlich. Das liegt auch daran, und da komme ich dann zu einem Thema, wo ich gerne was loswerden will. E-Government ist in Deutschland grottenschlecht. Die Dienste sind grottenschlecht im Verhältnis zu anderen Ländern. Und das ist sicherlich ein Punkt, der auch in der Vergangenheit geprägt hat, dass wir nicht schneller ausgebaut haben, weil alle sagen, ich komme ja mit meinen 16 Mbit durchaus hin, das reicht mir. Mhm. Und das ist eben nicht der Fall. Da sollten wir jetzt aus der Corona-Krise gelernt haben, dass eine richtig schöne Verbindung, wie wir sie ja offensichtlich alle hier haben, sehr viel erleichternd ist, nicht nur im beruflichen Zusammenhang, aber auch im privaten Zusammenhang. Da ist also noch Menge zu tun. Und wo wir stehen, wenn Sie gucken, Schweden hat 2000 angefangen, Glasfaser auszubauen und hat das über das Platzen der Internetblase aufrechterhalten. Die haben also einen riesenlangen Vorlauf und sind jetzt bei, sagen wir mal, knapp 70%. Hätten wir 2000 so ein Ziel auch verkündet und wären stur dabei geblieben, konnten wir solche Zahlen auch erreichen. Jetzt haben wir sehr spät angefangen und jetzt wollen wir das alles gleichzeitig haben. Und dann stößt das an Grenzen wie Kapazitätsauslastung im Tiefbau und Ähnlichem. Mhm. Super, über die Dienste würde ich gleich gerne noch mal sprechen, aber ich höre wenigstens bei Ihnen raus, dass Sie Optimistin sind. Frank, wie ist denn deine Einschätzung, vielleicht auch gerade aus der politischen Perspektive? Warum stehen wir da, wo wir sind?
Also natürlich sind diese eben von Frau Hänseler-Unger angebrachten Tabellen immer natürlich mit verschiedenen Sichtweisen zu sehen, aber wir sind auf jeden Fall in einer Situation, die uns nicht zufriedenstellen kann. Diese Reihung von Ländern kann im Zweifel ja auch bedeuten, dass es irgendwo schlechter wird, das will ich natürlich auch nicht, sondern dass wir eine leistungsfähige Infrastruktur haben. Und das ist halt ganz entscheidend, wenn Sie mit den Menschen reden, die reden natürlich nicht über die Dinge, über die wir hier heute reden. Ist das jetzt ein Glasfaseranschluss, ist es, was für Geschwindigkeiten habe ich irgendwie, die müssen irgendwie einen Nutzen erkennen, den sie brauchen. Und ich hatte mal vorhin drüber nachgedacht, ich habe mein im Studium finanziert, das ist ganz gut, dass Herr Jungwirth heute da ist, in einem Vodafone-Shop. Und da habe ich viel über Vertrieb gelernt, unter anderem eben auch, dass man nicht Produkte, sondern Nutzen verkaufen soll. Damals war das immer die Frage, in so einem Mobilfunkladen, ich hoffe, ich erzähle da nicht zu viel, ist es ganz wichtig, Zubehör zu verkaufen, dass die Marge sehr hoch. Wenn Sie jetzt jemanden fragen, brauchen Sie ein Kfz-Ladekabel, wird der wahrscheinlich sagen, brauche ich nicht. Wenn Sie ihn fragen, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie unterwegs Ihr Telefon aufladen und haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie es schützen wollen, dann sagen Sie, den Nutzen, den verstehe ich und kaufe ich das Produkt. In Deutschland ist es oft so, dass wir die Leute kennen, zum Teil noch nicht die Anwendungsmöglichkeiten, die es gibt. Also wenn Sie im ländlichen Raum, ich komme aus Sachsen-Anhalt, eine ältere Dame fragen würden, ob sie einen Breitbandanschluss braucht, würde sie mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen nein und hätte ganz andere Dinge, die ihr Leben beeinflussen, den Bus, der regelmäßig kommt und eine Einkaufsstelle in der Nähe. Wenn man ihr aber versucht zu erklären, wäre es interessant, wirst nicht jünger, wirst älter, über Telemonitoring quasi überwacht zu sein, kriegen wir mitbekommt, wenn mit dem Herz was nicht stimmt, würde sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist eigentlich ein interessantes Nutzen, da kann ich was mit anfangen. Und ich glaube, wenn wir das so hinbekommen, die politischen Rahmenbedingungen setzen und die Nachfrage der Leute auch erhöhen, dann wird auch die Infrastruktur in einen guten Zustand kommen. Und dann gibt es ja, jetzt haben wir gerade über den reinen Breitbandanschluss gesprochen, Glasfaser, der auch für 5G natürlich dann die Voraussetzung ist. Jetzt haben wir ja auch beim Mobilfunk, da wird Herr Jungwirth gleich noch was tatsächlich dazu sagen, ja auch ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wir betrachten das immer in Gänze. Jetzt aktuell wird es gerne von einer Haushaltsabdeckung betrachtet, was ja relativ aussagelos ist, weil ich ja Mobilfunk habe, damit ich mobil unterwegs bin. Dann gibt es die reine Betrachtung der Fläche, das ist auch ein bisschen verzerrend, weil natürlich auch Flächen in Deutschland dabei sind, in denen jetzt man sozusagen drüber nachdenken könnte, braucht man da jetzt die volle Bandbreite. Aber ein Stück weit gibt es auch Ideen zu sagen, wie viel Zeit des Tages ist jemand denn zum Beispiel innerhalb eines LTE-Anschlusses? Und das könnte durchaus und muss besser werden. Und da brauchen wir Maßnahmen, die vor allen Dingen auch Tempo dort reinbringen. Und wir können uns nicht mehr voll auf die Anbieter allein verlassen. Ich habe das auch gehört, dass da durchaus eine Selbstkritik dabei ist. Aber bis vor kurzem oder bis vor einigen Jahren war Mobilfunk eben noch so ein Gimmick, was man haben konnte. Heute ist es eine Grundvoraussetzung für unser Leben. Ja. Herr Jungwirth, vielleicht können Sie ja noch für Frank Sitter eine Urkunde für den Mitarbeiter des Monats nachträglich organisieren. Aber Sie waren eben schon dabei, ganz selbstkritisch auch mal zu sagen, wieso stehen wir da, wo wir stehen? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen weiter ausführen. Ja, ich möchte eigentlich anknüpfen an das, was Frau Hänseler-Unger gesagt hat und da vielleicht ein Faktum teilen, das noch nicht so bekannt ist. Die Corona-Krise hat schon etwas stark verändert. Also wir sehen jetzt einen Bandbreitenhunger in der Bevölkerung. Wir haben, nachdem wir der größte Kabelnetzbetreiber in Deutschland sind, massiv das Gigabit in unserem Kabelnetz ausgerollt, also 1000 Mbit, die schnellste Leitung, die es gibt in Deutschland. Und wir haben so 25 Millionen Haushalte, also von 40 Millionen 25, das versorgen wir grundsätzlich. Und in rund zwei Dritteln haben wir das Gigabit schon. Das ist massiv. Aber was ich da Ihnen sagen will, ist, wir haben von den Bandbreiten, also die Kunden nehmen immer mehr die hohen Bandbreiten. Wir haben mittlerweile 80% unserer Neukunden, die 400 Mbit und mehr nehmen. Also auch anknüpfend an das, was Frank Sitter gesagt hat, der Nutzen sozusagen, willst du ordentliches, schnelles, ruckelfreies Internet zu Hause haben, auch für die Videokonferenzen und so, das bricht sich immer mehr Bahn und kommt immer mehr bei den Leuten an. Das ist vielleicht wirklich besonders oder anders jetzt durch die Krise geworden. Also diese Take-Rates, die Frau Hänseler-Unger angesprochen hat, die kommen jetzt. Und die Kunden bleiben auch dabei. Also diejenigen, die früher gesagt haben, naja, ich brauche nur 16 oder so, das wird immer weniger. Und das sehen wir auch im Shop. Ich habe auch mal im Shop gearbeitet. Das ist sehr interessant, diese Erfahrung. Ist nicht immer ganz einfach, aber auf jeden Fall sozusagen herausfordernd. Was ich noch sagen möchte zu dem Thema, weil Sie gesagt haben, Mobilfunk.
Also ich glaube schon, dass 5G massiv neue Anwendungen bringen wird, vor allem in der Industrie, im Industrieland Deutschland sicher, aber auch für sozusagen den Privatkunden. Und diesen Fokus dort, den dürfen wir jetzt nicht verlieren. Ich will ehrlicherweise über die Vergangenheit und wieso wir jetzt so schlecht dastehen und im DESI-Index, das hat viele Gründe, da können wir selber viel verändern und werden wir viel verändern. Aber sozusagen in den Rückspiegel schauend, die Zukunft zu gestalten, ist schwierig. Wir wollen nach vorn schauen und da glauben wir, sind wir jetzt auf einem besseren Weg als nur vor 2 oder 3 Jahren. Dann wäre das auch gleich meine nächste Frage. Wie kommen wir denn weiter? Wie kriegen wir die weißen Flecken weg? Hilft so eine App wie vom Verkehrsministerium, um weiße Flecken zu melden? Also was planen Sie, was müssen wir tun? Wenn Sie gleich mal anfangen, Herr Jungwirth. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Corona-App Bestandteil ist, in einer möglichen zweiten Welle hilfreich zu sein. Nee, nicht die Corona-App, die für weiße Flecken zu melden. Die weiße Flecken-App ist natürlich genauso ein Mittel, das sozusagen helfen kann. Tatsache ist aber ordnungspolitisch gesprochen, dort, wo wirklich es sich nicht rechnet, in Deutschland auszubauen. Dort, glaube ich, ist, und wo es Marktversagen, sogenanntes Marktversagen gibt, dort ist, glaube ich, gerechtfertigt, dass der Staat einen Beitrag leistet. Das ist jetzt auch mit dem Mobilfunkförderprogramm 1,1 Milliarden ins Feld gebracht worden. Ich darf ehrlich sagen, das sind teilweise Standorte, die wir nie bauen würden. Die sind noch quasi fast geschenkt zu teuer. Aber wir tun das jetzt und legen da auch sozusagen selbst Geld auf den Tisch, weil wir auch glauben, dass wir eine Verantwortung für die Gesellschaft haben und auch volkswirtschaftlich betrachtet, dass der richtige Weg sein muss. Ja. Gerade in Zeiten von Corona und Frau Henseler-Ungarn, der sie damals schon gesagt, es ist ein Grundbedürfnis, Mobilfunk ordentlich zu haben. Das haben wir begriffen. Das werden wir auch sozusagen mit unseren Baukapazitäten und mit unserem Geld nach vorne treiben. Und jetzt ist, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo zumindest politisch und wenn man es richtig macht, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt noch, wenn man es jetzt richtig macht, dann geht da nochmal ein Ruck durchs Land. Aber insofern die Hoffnung lebt, dass wir noch schneller werden. Frau Henseler-Unger, wie würde man es denn politisch richtig machen? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich schon viel unterwegs ist. Es sind viele Gelder ausgelobt worden. Und Bauprogramme sind unterwegs, auch jetzt für den Mobilfunk, die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die da über allen schwebt. Lassen Sie mich zuerst mal zurückkommen auf die Unternehmen selbst, weil das natürlich an sich ein marktgetriebenes Geschehen sein soll und der Mobilfunk ist ja über Jahre hinweg tatsächlich im Wettbewerb entstanden. Ich glaube, die Firmen haben sehr spät verstanden, dass es für mich als Kunden wichtig ist, nicht nur in Städten zu telefonieren, sondern auch im Wald, auf dem Land die Karte runterladen zu können, um zu sehen, wo stehe ich eigentlich, dass das sozusagen ein Kombiprodukt ist, was sie anbieten. Und insofern, die Antenne rechnet sich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen. Die Antenne muss im Gesamtzusammenhang mit allem gesehen werden, was sie an Antennen haben. Und dann rechnet sich vielleicht die Antenne. Ich finde es gut, dass also bestimmte Standorte unterstützt werden. Ich finde Kooperationen sehr viel besser noch, wo die Unternehmen ja jetzt auch häufiger aufeinander zugehen. Und das wird im Zusammenhang mit 5G auch gar nicht anders machbar sein, als dass sie da unterwegs sind. Wenn Sie mich nochmal, um zurückzukommen, was muss der Staat machen? Ich glaube, dass Bürokratieabbau viel notwendiger wäre und ein Streamlinen all dessen, was man zu dem Gesamtkomplex braucht, also Genehmigungsverfahren, Antennenstandorte genehmigen, auf die Bürger zugehen. All dieses spielt im Augenblick eine viel größere Rolle. Und wenn Sie mein Fazit hören, ich würde keine MIG gründen, sondern ich würde ein Digitalministerium oder eine Digitalagentur gründen, die die ganzen Kooperationen innerhalb der Bundesregierung koordiniert, nicht um in den Markt einzugreifen, sondern um genau das, was die Regierung zu leisten hat, nämlich die Rahmenbedingungen entsprechend zu schaffen, ordentlich zu schaffen. Sehr schön. Frank, wie machen wir es? Naja, vielleicht zwei Sätze zur MIG, jetzt ein paar Mal angesprochen wurden, staatliche Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Das wurde ja oft so, das Bild erzeugt, dass eigentlich so die Mobilfunkunternehmen, die kriegen es nicht hin. Und jetzt muss eben der Staat da mal ran. Und da haben wir ja in der Vergangenheit in anderen Bereichen oft genug gemerkt, dass das selten eine richtig gute Idee ist.
Im Moment ist man ja ein Stück weit von der Maximalforderung zurück, dass jetzt großartig Masten gebaut werden und die dann zwangsweise vermietet werden. Ich denke aber, die Schlacht ist noch nicht zu Ende geschlagen, denn wenn so eine Institution erstmal besteht, dann wird es auch Begehrlichkeiten aus der Politik wieder geben, die noch mehr tun zu lassen. Und ich glaube, die Mobilfunkunternehmen, damit die nicht auch so völlig kritiklos wegkommen, die haben natürlich über viele Jahre ihren Wettbewerb als Infrastrukturwettbewerb verstanden. Also das heißt, wer hat das bessere Netz, wer hat die bessere Verfügbarkeit, der hat höhere Preise. Und es hat sich so ein Stück weit im Markt dann so zurechtgeruckelt. Das wird natürlich auf Ewigkeit nicht gehen, sondern andere Werte, verfügbar, also tatsächlich auch Verlässlichkeit der Verbindung, Geschwindigkeit und sowas werden für die Leute wichtig werden. Und nicht nur die reine Tatsache, ich sage mal so, dass es die Leute verstehen. Früher hat man gesagt, wenn ich Student bin in den Großstädten unterwegs, dann reicht O2. Wenn ich auch die Eltern auf dem Land besuchen will und durchs ganze Land fahre, dann ist vielleicht Telekom oder Vodafone ein besserer Anschluss. Das hat natürlich eine Weile funktioniert. Dadurch hat man auch die unterschiedlichen Preise hinbekommen. Aber da haben wir, glaube ich, jetzt auch als Politik den Anspruch zu sagen, wir brauchen eben eine größtmögliche Verfügbarkeit von Mobilfunk. Wie gesagt, MIG ist, denke ich, der falsche Weg. Weiße Fleckenauktionen sollen jetzt ein Stück weit kommen, also eine marktwirtschaftliche Idee, um zu sagen, okay, es gibt eben diese Bereiche, wo es Antennen gibt, die, wie Herr Jungwirth sagte, wir im Leben nie bauen würden. Dann lass uns das doch ein Stück weit umdrehen, so wie bei MyHammer. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich sage mal, wer macht es denn für das wenigste, die wenigsten Fördermittel? Dann haben wir trotzdem Bereiche versorgt, die wettbewerbstechnisch jetzt sozusagen eher ganz am Ende stehen würden. Und wir finden trotzdem einen effizienten Weg, um das zu tun. Also hier ist, glaube ich, noch einiges an Bewegung drin. Und dann muss man sagen, in der deutschen Politik sind ja Gipfel jetzt an der Tagesordnung. Immer wenn irgendwas kritisch wird, dann gibt es einen Gipfel dazu. Mobilfunkgipfel gab es vor 2 Jahren. Damals wurde gesagt, radikale Verkürzung der Genehmigungszeiten für Mobilfunkstandorte. Herr Jungwirth kann bestimmt was dazu sagen. Irgendwas von 4 Monaten war da mal gesagt. Ich glaube, es ist weiterhin bei 18 Monaten. Jetzt wurde das erneuert im weiteren Mobilfunkgipfel. Und da müssen wir wirklich sagen, da muss man ran. Also unkompliziertes zur Verfügung stellen von öffentlichen Gebäuden, Modellgenehmigungen, beim sowohl Mobilfunk als natürlich auch beim Breitbandausbau, wie Unterstützung der Behörden, die die Genehmigung erteilen. Also wie kann es sein, dass wir innovative Verlegetechniken haben, die eigentlich Breitbauausbau beschleunigen müssen, aber dadurch, dass sie so innovativ sind, bei den Ämtern dafür sorgen, dass sie sich nicht trauen, das zu genehmigen. Also das sind ja Dinge, wo wir uns selbst im Weg stehen. Und da ist Politik natürlich auf Bundes- und zugegeben auch Landesebene gefragt, einfach den Turbo einzuschalten. Und da kann vielleicht auch jetzt tatsächlich Corona wieder helfen, weil die Leute jetzt feststellen, Mensch, so eine Videokonferenz macht schon Spaß, wenn ich nicht derjenige bin, der immer die Kamera ausschalten muss und irgendwie eine besondere Stelle finden muss in der Wohnung. Also dass das sozusagen jetzt ankommt, auch in der Politik, die Menschen wollen das, sie brauchen das und wir investieren damit ja auch in die Zukunftsfähigkeit des Landes. Super. Bevor wir gleich nochmal zum Themenkomplex 5G kommen, nochmal die herzliche Einladung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Fragen zu stellen in dem Chat von Twitch oder YouTube oder auf Instagram und Twitter mit dem Hashtag Digitaltag FDPBT. 5G. Warum brauchen wir das überhaupt? Landen dann meine Tweets schneller in deinem Twitter-Feed oder was sollen wir damit machen? Genau, nur darum geht es. Spaß beiseite. Es ist ganz wichtig, warum heißt das 5G? Die 5. Generationenwechsel. Also es ist wirklich was Neues und das muss man auch mal so erzählen. Ein kleiner Blick in den Rückspiegel sei mir erlaubt, dass wir so die 5G-Versteigerung hatten. Da hatten wir ja diese enorme Politisierung des Verfahrens. Das heißt, die Gegenwartsprobleme, Funklöcher, kein LTE irgendwo, Gesprächsabbrüche und sowas, die vermischten sich mit der Diskussion über diese Zukunftstechnologie und die Weichenstellung eben für 5G. Weil das ist in der Politik manchmal so, wir haben gerade den Fokus auf digitale Infrastruktur gehabt, um die Frequenzen für die 5. Generation des Mobilfunks zu versteigern. Dann lass uns das doch gleich mal nutzen, um die Probleme, die wir alle real haben, zu lösen. Und da ist so ein bisschen natürlich Politik gefragt, auch in die Zukunft zu schauen, zu sagen, manche Anwendungsfälle, sogar ein Großteil der Anwendungsfälle, können wir uns vielleicht heute noch gar nicht vorstellen. Da nochmal ein letzter Blick zurück in meine Handyshop-Vergangenheit. Da war das nämlich damals UMTS gerade. Und UMTS kriegten die Handys auf einmal so ansteckbare Kameras. Und alle haben zwar gesagt, ja, mobiles Netz, ja, was genau soll man damit eigentlich machen? Da steckte man sich die Kameras noch dran und musste dann mit einem Datenkabel die auf den Computer bringen. Also es war noch nicht so richtig die Vorstellung da, dass wir heute alle wie selbstverständlich im Internet surfen, Bilder hochladen, solche Dinge tun. Und bei 5G wird es ähnlich sein. Wir haben natürlich Anwendungsfälle, vernetztes Fahren,
ich sag mal, die Industrie, sag mal, 4.0, was wollte ich so sagen, also Automatisierungs- und Industrieprozesse, darüber durch Echtzeitkommunikation von Geräten, von Sensoren. Aber eine Menge an Dingen werden wir jetzt noch gar nicht sehen. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, die Rahmenbedingungen dafür eben aufzustellen und den Leuten auch klarzumachen, es ist eben nicht besseres Internet, sondern es ist eine völlig neue Form der Kommunikation, auch der Geschwindigkeit. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Mhm. Frau Dr. Hensler-Unger, wie ist da Ihre Einschätzung? Wofür brauchen wir das und kriegen wir das jetzt hin mit 5G? Wird das besser als mit dem bisherigen Ausbau? Also wir brauchen 5G, Herr Sitter hat es ja schon ausgeführt, insbesondere natürlich für industrielle Anwendungen. Es ist eben nicht nur die Bandbreite viel größer als beim jetzigen Mobilfunk. Die Signale werden praktisch in Echtzeit übertragen, symmetrisch übertragen. Das sind Sachen, die braucht man heute als Privatmensch nicht. Ich will nicht ausschließen, dass ich in 5 Jahren das ganz toll finde, aber sie brauchen sie eben für industrielle Anwendungen, autonomes Fahren, E-Health und all solche Sachen. Also insofern ist das schon eine deutliche Verbesserung im Mobilfunk und seiner Leistungsfähigkeit. Wir Deutschen sind natürlich immer etwas skeptisch, wenn es um neue Technologien geht. Ich finde es gut, dass wir den Anspruch haben, hier den Leitmarkt darzustellen. Allerdings sehe ich natürlich auch mit Skepsis, was in Korea passiert oder in China passiert, die aus meiner Sicht auch bei industriellen Lösungen doch ein Stück weiter sind, weil sie auch Vorstandards angewendet haben. Wir deutschen Ingenieure sind halt so aufgestellt, wir warten ab, bis der endgültige Standard da ist und dann fangen wir an. Die haben halt Vorstandards angewandt, rüsten jetzt per Software oder Ähnlichem auf und haben aber schon Erfahrung. Also so einfach, wie Herr Jungwirth das sagt, dass wir das machen und 5G-Leitmarkt werden, ist es nicht. Es ist nicht einfach, wir werden uns schon ein bisschen anstrengen müssen. Hm. Bitte, Herr Jungwirth. Ja, wenn ich da vielleicht gleich anschließen darf, also Stichwort anstrengen. Anstrengen tun wir uns als Vodafone und zwar massiv. Wir investieren jetzt 170 Millionen extra bis Ende des Jahres, um 5G auch und vor allem im ländlichen Raum jetzt auszurollen. Da werden 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger bis Ende des Jahres versorgt sein und natürlich auch die Unternehmen, weil Sie gesagt haben, Leitmarkt werden. Ich komme wieder mal vom Nutzen. Und der Nutzen wird uns massiv, wird sich sozusagen massiv zeigen. Wenn ich mir jetzt nur anschaue, ich habe vor kurzem mir mal angeschaut, wie Operationen in Zukunft ablaufen könnten. Und ich war beeindruckt. Also da ist wirklich ein Chirurg irgendwo und steuert über hunderte Kilometer irgendwo eine Operation in Real-Time. 5G leitet ja die Signale wie die Haut, also direkt. Ne? Also das eröffnet schon wahnsinnig neue Möglichkeiten aus meiner Sicht, wird unsere Arbeit verändern, wie wir arbeiten, aber auch natürlich sozusagen die Anwendungen werden insbesondere im industriellen Bereich massiv sein. Und da glaube ich, dass Deutschland einen Riesenvorteil hat mit diesem wirklich starken Mittelstand, mit den innovativen Unternehmen. Die werden, und das sehen wir auch schon, massiv in 5G investieren. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen für Lösungen, für Infrastruktur. Also das glaube ich, das geht jetzt richtig los, da geht jetzt dann richtig die Post ab. Super, danke. Ich würde jetzt mal mit ein paar Fragen anfangen. Sven Haas fragt, warum stellt der Staat nicht in den ländlichen, für Unternehmen unwirtschaftlichen Bereichen die Infrastruktur zur Verfügung, wo sich dann die Provider einmieten können? Wer mag? Also ich kann zumindest aus politischer Sicht sagen, dass das ja der Ansatz war, dieser MIG. Das klingt natürlich immer zu gut, um wahr zu sein. Erfahrungsgemäß würde ich natürlich immer versuchen, die Betreiber dahin zu bringen, die meiste Erfahrung haben, auch mit diesem Themenbereich, das vielleicht in Kooperation zum Beispiel zu tun. Das passiert ja auch, also im Fachsprache quasi Infrastruktur-Sharing genannt, eben zu sagen, okay, wir alle, jeder einzelne Netzbetreiber sagt, diese Region ist so wie vorhin von Herrn Jungwirth gesagt, eigentlich für uns nicht relevant, das können wir uns nicht leisten, das macht keinen Sinn, die Investitionskosten sind zu hoch. Das ist dann für jeden Einzelnen natürlich so, wenn man dann sagt, man teilt sich dann die Infrastruktur, ob jetzt passiv oder gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten und senkt damit die Kosten und kriegt vielleicht einen Teil Fördermittel dazu, glaube ich, dass das der
schnellere und bessere Weg ist, als jetzt zu glauben, staatliche Infrastruktur, die dann per Zwang sozusagen vermietet wird. Da muss man ja auch sagen, es geht ja auch noch um technische Schnittpunkte, und es ist ja nicht ganz so einfach, wie es vielleicht manchmal klingt, ist, glaube ich, dort der falsche Weg. Und ein bisschen Wettbewerb weiterhin noch zu haben, erscheint mir auch sinnvoll. Mhm. Wenn ich da reingrätschen darf? Bitte. Darf ich? Ja, bitte. Ich darf erinnern, wir haben die Privatisierung der Unternehmen und auch die Etablierung von Mobilfunkunternehmen gemacht, weil wir nicht zufrieden waren mit einem Staatsmonopol der alten Post. Die war nämlich langsam und war im Ausbau auch nicht schnell, sondern da hat es immer wieder Regionen gegeben, sie mussten Anträge stellen, da war die Straße nicht dran oder was auch immer. Und an die DDR-Wirtschaft mit ihrem Staatskapitalismus und dem Ausbau des Mobilfunk- oder Festnetzes darf ich gar nicht erinnern. Also sprich, die Lösung kann nicht der Staat sein. Die Lösung müssen die Unternehmen sein. Und ich finde es gut, wenn die Rahmenbedingungen verändert werden, wenn in besonderen Situationen subventioniert wird. Aber am Ende müssen es die Unternehmen machen. Wir sehen es ja, das kann Herr Jungwirth vielleicht noch ausführen, der Wettbewerb zwischen Vodafone und der Deutschen Telekom, wer die schönste Mobilfunk Qualität bietet und in den Regionen präsent ist. Das ist doch wunderschön. Man kann auf die Preise gucken, man hat Auswahl. Also ich finde es viel, viel besser als ein staatliches Unternehmen, was mir irgendeine Qualität, die irgendwie durchschnittlich ist, aufdrücken will. Herr Jungwirth. Ja, Frau Hensel, ich glaube, ich kann das nur unterstreichen, und Wettbewerb belebt das Geschäft, und wenn Sie die Deutsche Telekom und die Vodafone kloppen, kann das auch ganz unterhaltsam sein manchmal. Also ich würde sogar sagen, dass ich mich sehr freue, dass die Deutsche Telekom gibt. Das hält uns agil und sozusagen in sportlicher Sprache gesprochen hält uns fit. Ich glaube aber nur eines, und das glaube ich, kann man nur unterstreichen, was Herr Sitter gesagt hat. Der Wettbewerb muss auch um die Fördermittel erhalten bleiben, und darum ist es wichtig, dass dann die detaillierten Förderrichtlinien, die jetzt nur in Ausarbeitung sind und die auch zur Kommission gehen müssen, dass das nicht so gestrickt ist, dass de facto einer einen großen Vorteil hat. Da werden wir als Vodafone sehr, sehr stark drauf schauen, um diesen Wettbewerb und diese Chancengleichheit auch zu gewährleisten. Und das Zweite ist, ich sehe schon in der MIG von manchen in der Politik so, es war ein Fehler, dass man das sozusagen privatwirtschaftlich gemacht hat, die Telekommunikation. Dieser Geist wohnt schon einer MIG in gewisser Weise inne. Wir als Vodafone haben gesagt, also so wie es jetzt angelegt ist, wenn die MIG koordinieren soll und bei Genehmigungsverfahren helfen soll, dann ist es gut, dann kann es helfen. Problematisch wird es dann, und das ist jetzt auch gut rausgekommen, wenn es sozusagen in ein staatliches und in Eigentum befindliches Netz geht, das völlig unabhängig von privaten Betreibern letztendlich agieren will. Und nur ein letzter Satz. Wir haben für 5G auch Ausbauverpflichtungen, sogenannte Coverage Obligations. Und die sind sehr streng. Also bis 2022 und 2024 werden wir den Großteil der Bevölkerung abdecken dürfen. Was bleibt dann nur für die MIG letztendlich? Das ist schon eine Frage, die ich mir noch aufdringe. Mal einen kurzen Kommentar von Philipp H. vorlesen, der sagt, was für eine Ironie, dass ich den Digitaltag der FDP im Bundestag nicht richtig verfolgen kann, da meine Internetleitung einfach zu schlecht ist, um den Stream sauber abzuspielen. Wir hoffen, Philipp, dass du uns trotzdem einigermaßen gut verfolgen kannst und vielleicht auch viele drüber twittern, was wir hier so erzählen. Aber noch eine Frage von, wo war sie denn? Yannick BW. Yannick fragt, wie wollt ihr erreichen, dass die neue Internetleistung auch für alle bezahlbar ist, also Internet-Mobilfunkverträge eben bezahlbar bin? Wir hatten gerade schon das Thema Markt. Herr Jungwirth, wie machen wir das bezahlbar? Ist es bezahlbar? Ja, was ist bezahlbar, ist immer relativ. Letztendlich, glaube ich, geht es um eine Preis-Leistungs-Komponente. Und da möchte ich schon sagen, also sozusagen die sogenannten Unit-Preise, also was man quasi für ein Gigabit zahlt in Deutschland oder für eine Minute Telefonie oder was auch immer, das sinkt schon massiv und weiterhin. Und was ich schon sagen muss, ich glaube, der beste Garant ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen, das ist der Garant
für sozusagen eine leistungsfähige Infrastruktur und für Versorgung, die sich die Bürgerinnen zu Recht wünschen. Mhm. Noch jemand Anmerkungen, sonst nehme ich die nächste Frage. Also wie gesagt, Plädoyer für Wettbewerb ist immer gut. Dann gibt es natürlich auch, wenn wir jetzt mal zum Breitbandausbau gehen, auch in den Regionen, wo es quasi Förderung des Grundausbaus gibt, natürlich auch Bedingungen, dass dann keine Verträge dran geknüpft sind, die horrende Preise sozusagen verursachen. Weil das wäre ja die reine Marktsituation, wäre jetzt im ländlichen Raum ohne Unterstützung natürlich so, dass ein Anbieter sagt, okay, wenn ich die gleichen Kosten zum Infrastrukturaufbau habe wie in der Stadt, dann muss ich die Vertragspreise erhöhen. Das kann natürlich auch bei gleichen Lebensverhältnissen und so kein Wunsch sein. Und das kann man ja ein Stück weit über die Bedingungen beim Ausbau, über die Förderung regeln. Aber grundsätzlich sind mehrere Anbieter immer gut, auch mehrere Technologien. Ich meine, wir haben vorhin gehört, die Kabelnetzbetreiber, die zum Teil da Infrastruktur nutzen, dann ich sag mal, klassischen Glasfaser- und Breitbandanbieter. Also das ist, glaube ich, immer wichtig, verschiedenste Anbieter zu haben, um auch einen Preiskampf und Preiswettbewerb zu haben. Und dann ist, glaube ich, wie gesagt, natürlich bezahlbar immer im Auge des Betrachters, liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, beim Mobilfunk hier und da ist noch ein bisschen Potenzial da, wenn wir im europäischen Vergleich gucken. Das kann noch günstiger werden, das geht in anderen Ländern günstiger, auch Breitbandanschlüsse. Aber ich glaube, auch jetzt durch eine höhere Nutzung, durch mehr Nachfrage, wird sich da was tun. Neue Technologien waren ein ganz tolles Stichwort. Wir reden ja mal viel über Kabel, aber der Kritiker fragt, was halten Sie von SpaceX Starlink? Ist doch, glaube ich, der Satellit, oder? Das ist, muss ich zugeben, jetzt nicht aktuell im totalen sozusagen Thema. Das sind diese Ideen, die es gibt, durch Funkanbindung nicht im Weltall, aber so dazwischen Internetverbindung möglich zu machen, können vielleicht die Anbieter, wie jetzt Herr Jungwirth, sehr, sehr gut beantworten technisch. Aber grundsätzlich sind Innovationen immer was Gutes. Und wenn es günstigere Möglichkeiten gibt, jetzt wie ja zum Beispiel auch 5G, was man ja immer dazu sagen muss, was an vielen Stellen natürlich das Aufhacken von Oma Rosis im Erdbeerbeet oder sowas nicht notwendig macht, weil wir die Glasfaseranschlüsse eben am 5G-Mast brauchen und damit nicht mehr unbedingt bis in jede Wohnung, sind solche Innovationen natürlich auch toll. Mhm. Weltraum, tolles Stichwort, geht heute Abend noch weiter, heute Nachmittag. Frau Hensler-Unger. Also, ja, danke. Satellitenlösungen sind natürlich was eher für Entwicklungsländer, wo man schlecht Infrastrukturen überhaupt hinlegen kann. In Deutschland könnten das alles allenfalls sehr, sehr, sehr ländliche Gebiete sein, wo solche Satellitenlösungen überhaupt eine Rolle spielen. Die haben aber alle das Problem, dass genau das, was 5G leisten kann, nämlich niedrige Latenzzeiten, also keine Verzögerungen in Signal und Gegensignal, dass die alle eben solche Verzögerungen haben und 5G eben was ganz anderes braucht. Also eine Grundversorgung kriegt man sicherlich mit einem Satelliten vernünftig hin. Aber das, was wir technisch brauchen für Industrie 4.0 oder autonomes Fahren oder was auch immer, da sind Satellitenlösungen einfach viel zu weit weg. Das liegt an der Distanz zur Erde. Die braucht eben ihre Zeit, wenn sie überbrückt werden muss. Hm. Herr Jung. Ja, und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, so wie ich das Projekt in Erinnerung habe, ist die Frequenzen oder ist noch nicht klar, wie die Frequenzen, die Sie da verwenden wollen, überhaupt standardisiert sind. Das wird in der World Radio Conference 2025 oder so entschieden. Also da ist noch ein langer Weg hin. Und persönlich glaube ich, dass wir es Deutschland besser fahren, wenn wir jetzt in 5G, so wie wir es bisher gemacht haben, eben sozusagen physisch mit Masten und mit Sendeleistungen auf den Frequenzen, die verlässlich sind, investieren und da unser Business aufsetzen drauf. 5G-Masten, auch während Corona ein großes Thema. Viele haben ja verfolgen diese Verschwörungsmythen, dass 5G verantwortlich ist für Corona, haben Angst vor diesen Übertragungen. Ganon 0308 fragt nämlich explizit dazu, wie gehen wir mit Menschen um, die diese Technologie ablehnen und die ihm an solche Verschwörungsmythen glauben? Bekommen Sie da Rückfragen bei Vodafone, Herr Jungwirth? Ja, doch, natürlich. Ich glaube, die Antwort kann nur sein, und dass wir eben sozusagen einen mit Kommunikation versuchen aufzuklären. Was wir als Vodafone schon gesehen haben, war vor allem in UK eine massive Aggression. Da hat es mehrere Masten gegeben, die angezündet wurden. Leider auch bei einem Schwerpunktspital für Corona-Kranke. Dort hat natürlich dann letztendlich die Versorgung gefehlt. Und Menschen sind ganz konkret zu Schaden gekommen.
ich glaube grundsätzlich, dass man einfach nur durch Aufklärung da letztendlich Verständnis schaffen kann. Wichtig ist aber auch, dass letztendlich es, und wir werden das so handhaben, für die Bereiche, wo es eben dann keine Genehmigungen durch die Kommunen geben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir sagen, okay, wir lassen das einmal dort und der Zug geht weiter und wir werden die Versorgung nur dann hinstellen, wenn wir eben möglichst flächig und massiv 5G ausrollen. Und Kommunikation und Vorortaufklärung ist, glaube ich, der Schlüssel. Wir bekommen im politischen Raum natürlich auch aus dem Bereich ganz, ganz viel Feedback, jetzt sehr unterschiedlicher Art. Jetzt sind hier die Verschwörungstheorien so ein bisschen angesprochen worden. Es gibt natürlich auch einfach Leute, die sich einfach Sorgen machen, die wollen sicher gehen, ist das überprüft, wenn es jetzt mehr Masten gibt, ist das mit Strahlung, ist natürlich auch oft beliebt. Bestimmte Dinge, wo man nicht so richtig weiß, wo es herkommt, solche schwer zu verstehenden Dinge wie Funkstrahlung als Ursache zu nehmen. Und wir müssen uns damit sehr genau auseinandersetzen. Aber wir haben natürlich schon eine Diskrepanz zwischen einer Seite, wo wir uns auch ein Stück weit, glaube ich, dazu zählen, die es nicht abwarten können, die Tempo in die Sache reinbringen wollen, und anderen, die jetzt feststellen, Mensch, man muss uns schützen davor. Und dann ist ja immer eine Abwägung auch von Vor- und Nachteile, Risiko bewerten. Menschen schätzen oft diese unbekannten Risiken als viel höher ein als die Risiken, die sie kennen und sogar selbst beeinflussen können. Aber ich nehme auch wahr, dass sozusagen da immer mehr qualitativ auch sehr unterschiedliche Post auch bei uns erreicht und sich da auch immer mehr Institutionen und so Bürgerinitiativen gründen. Mhm. Frau Hensler-Unger. Wenn ich das ergänzen darf, also die Abwägung, die ja schon Herr Jungwirth angesprochen hat, also dass das Corona-Krankenhaus in Großbritannien ausgerechnet betroffen war, zeigt doch, dass es vor allen Dingen gelingen muss, zu dokumentieren, dass die Dienste, die auf 5G laufen, für uns alle nachgefragt werden, dass sie wichtig sind, dass es ohne die nicht geht. Also die Technik alleine, Funkstandorte, sie werden sicherlich viele Leute sowieso nicht überzeugen können, die mit dem Aluhut. Sie werden einen Teil Leute überzeugen können, die eben rational abwägen wollen. Was ist das Risiko und was ist mein Nutzen? Und der Nutzen muss nochmal stärker betont werden. Hm. Super. Dann nehmen wir noch eine letzte Frage für die letzten 3 Minuten. Und zwar ist nochmal die Frage nach Huawei. Da ist ja ein großes Thema immer beim Netzausbau, wird das genommen. Hier fragt Munich Neoliberal, ist es schon final durch, dass die Telekom auf Huawei bei 5G setzt oder stehen noch politische Entscheidungen aus, die noch was verändern könnten? Die Telekom ist jetzt nicht dabei. Ich weiß es ehrlicherweise nicht und dürfte es auch nicht wissen, was die Deutsche Telekom macht. Aus kartellrechtlichen Gründen muss man die Deutsche Telekom fragen. Okay, setzen Sie auf Huawei bei Vodafone? Wir haben immer ganz klar gesagt, also im Core, also sozusagen im Kernnetz, sind wir Huawei frei. Mhm. Im sogenannten RAN, also überall dort, wo es um quasi den Mast geht, ja, und um das um die Masten, also die quasi unter Anführungszeichen dumme Infrastruktur, dort würden wir Huawei weiterhin einsetzen wollen. Klar ist aber auch, dass wir in Deutschland einen Mix haben zwischen Ericsson und Huawei. Also das ist gemischt. Was ich sicher sagen kann, ist, dass wir auf die Sicherheitsstandards massiv Acht geben und wir die in jedem Einkaufsprozess sozusagen auch checken und da massiv dahinter sind, dass es da nicht irgendwelche Backdoors oder Leakages gibt. Mhm. Es ist fast so ähnlich wie eben die Diskussion, nur anders. Wir haben auch eine unterschiedliche Bewertung. Wir haben das auch innerhalb der eigenen Fraktion natürlich, die Bewertung mehr aus sicherheitspolitischer Sicht. Und aus Sicht vielleicht auch wiederum der Leute, die Tempo reinbringen wollen und Innovationen, dass wir natürlich Maßstäbe brauchen, dass Spionage oder Sabotage nicht möglich ist, aber ob durch Huawei, aber sollte auch nicht durch Ericsson oder Nokia-Technik möglich sein. Wir aber eben auch wissen müssen, wenn wir jetzt fordern, Technik komplett rauszunehmen, dass das die gleichen Experten sind, die jetzt gerade 5G ausrollen sollen, die dann faktisch auch damit beschäftigt werden, Infrastruktur wieder anzupassen und dass das eine Bewertungsfrage ist und wir da eben auch unterschiedliche Wahrnehmungen so im Bereich der Digital- oder Wirtschaftspolitiker und der Außen- und Sicherheitspolitiker haben. Mhm. Frau Hensler-Unger, von Ihnen noch ein Wort dazu? Oder? Also ich fand den Ansatz, dass man Kriterien definiert, die für alle Hersteller gelten, den vernünftigsten
einen generellen Ausschluss eines Wettbewerbers vom Markt. Wir haben eben immer über Wettbewerb gesprochen. Da ist sicherlich Huawei mal vorne und mal Ericsson vorne, aber dieser Wettbewerb ist eben auch wichtig, um uns innovativ aufzustellen. Und ich finde solche Lösungen, wie sie Herr Jungwirth geschildert hat, die ja auch in Großbritannien, glaube ich, erörtert werden, auch durchaus vernünftig. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Frank Sitter hier bei mir im Deutschen Bundestag, Frau Dr. Henseler-Unger und Martin Jungwirth zugeschaltet bei uns. Ich nehme mit, dass wir nicht nur über Infrastruktur sprechen müssen, sondern vor allen Dingen darüber, was wir damit machen können, damit wir eben auch einen Bedarf wecken und vor allen Dingen auch über Zukunftstechnologien, du hast es angesprochen, wie digitale Gesundheitsleistungen für Seniorinnen und Senioren im ländlichen Raum oder auch in der Stadt sprechen müssen und eben nicht nur Tweets und Postings bei Instagram, weil darum geht es eben nicht bei dem Netzausbau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer für die tollen Fragen. Wir machen hier gleich weiter mit einem Grußwort von Christian Lindner. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da.